Reitmann und Jörg Janinske sind auf 1 und 2. Reitmann hat die Nase vor und Janinske auf 2. Und Jörg Janinske und Sigmar Thiel kommen sich da ins Gehege. Führender vom Auto Speedway Team Eimel, Lukas Leitmann mit der 534. Dann die 573, Klaus Steinke. Auf 4, Sigmar Thiel. Dann Jörg Janinske.
Und die letzte Runde bricht an für Siegbert Thiel aus Siegfeld, der hier in Führung liegt. Mit dem Audi Quattro. Auf den Kiefertreter, auf Janik Wüstenberg. Aber auch die 528, Patrick Wagner fährt raus. Endlauf Wolfelder, thermische Probleme. Und jetzt kommt der Zieleinlauf.